Du fette Hure. Willst du nicht lieber Sport treiben, anstatt dieses Video zu drehen? Wie, du hast nur 10 Kilogramm abgenommen, du fettes Stück Dreck? Nimm ab, du fette Fettsau. Du würdest es locker schaffen, wenn du dir nicht alles wie ein gieriges Stück Scheiße reinstopfen würdest. Immer noch fett. Dick sein ist nicht schön. Boah, bist du fett geworden. Ist ja ekelhaft. Diese Kommentare erhalten echte Menschen Tag für Tag, nur weil sie übergewichtig sind. Hi, mein Name ist Anna und ich drehe heute dieses Video zum Thema Dick sein, sind dicke Menschen hässlich? Und erzähle dir und euch meine Geschichte, denn ich bin selbst übergewichtig. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr alle dranbleiben würdet, weil mir dieses Video und dieses Thema doch wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich einfach hoffe, dass ich vielleicht jemandem da draußen damit helfen kann oder dass ich einfach jemandem da draußen Mut geben kann. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr dranbleiben würdet, damit ich euch meine Geschichte dazu erzählen kann. Okay, also meine Geschichte beginnt ungefähr in der 4. Klasse, denn seitdem habe ich Übergewicht. Nie so stark, dass ich irgendwelche gesundheitlichen Probleme damit hatte, aber eben trotzdem Übergewicht. In der Grundschule war es aber so, dass es wirklich niemanden gejuckt hat, ob man dick war, ob man dünn war, ob man klein, groß war. Irgendwie hatte ich da nie das Problem, dass mir Menschen respektlos gegenübergetreten sind. Erst als ich auf die weiterführende Schule kam, hat das so ein bisschen angefangen. Ich war ein Teenager, ich habe mich noch entwickelt, ich war relativ zufrieden mit mir selbst, obwohl ich wusste, dass ich Übergewicht hatte. Und damals war es eben so, dass es einen Menschen gab, von dem ich dachte, dass der mein Freund wäre, und der hat sich dann komplett gegen mich gewandt und mir damals Wörter vorgeworfen, von denen ich heute noch nicht fassen kann, dass ich damals in der 8. Klasse sowas zu hören bekommen habe. Das ist so ein bisschen schwer, das jetzt wieder aufzurollen, aber ich erzähle es einfach mal. Und zwar wurde ich als Mammut bezeichnet. Ich meine, ein Mammut ist ein riesiges Tier, das nun mal total groß ist und natürlich auch, ich will nicht sagen dick, aber einfach groß und kräftig. Und klar, ich hatte Übergewicht, aber ich hatte kein Übergewicht, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich hatte kein Übergewicht, dass ich keine normalen Größen mehr tragen konnte oder sonst was. Und trotzdem wurde ich so bezeichnet. Könnte ich das vorstellen? Man ist in der 9. Klasse, man entwickelt sich, man hat nicht mal zu sich selbst gefunden und dann kriegt man solche Wörter in den Kopf geworfen von Menschen, von denen man vielleicht dachte, dass sie Freunde seien. Okay, ich habe nicht gedacht, dass mich das jetzt hier so mitnimmt, aber anscheinend steckt es doch tiefer in einem drin, weil man das Ganze halt schon mal durchgemacht hat. Ja, auf jeden Fall will ich damit sagen, dass ich, obwohl ich halt nicht krankhaftes Übergewicht habe, mit solchen Sachen zu kämpfen hatte. Und es gibt Menschen, die wiegen viel mehr und es gibt Menschen, die suchen es sich nicht aus. Aber es gibt auch Menschen, die es sich aussuchen, so zu wiegen, so auszusehen. Und komischerweise kommen dann andere Menschen daher und wollen einen belehren und wollen einem sagen, was schön ist und was nicht. Wir leben im Westen, wir haben ein westliches Schönheitsideal und im Moment ist es so, dass unser Ideal sagt, schlank sein ist ja das Beste, was es eben geben kann. Im Mittelalter war es das Ideal, dass man Fett hatte, weil das ein Zeichen für Wohlstand war. Vor ein paar Jahren habe ich das Gefühl, war es gar nicht so wichtig, wie die Figur von einem Menschen aussah. Erst seit kurzem kommt es auf und junge Menschen nehmen sich darin ein Beispiel. Junge Menschen denken, dass man so aussehen sollte, so aussehen wie die Menschen in den Zeitschriften, so aussehen wie Filmstars, so aussehen, wie es uns die Gesellschaft vorzeigt, durch Medien oder durch andere äußere Einflüsse. Aber das ist nicht wahr und das definiert nicht, wer schön ist und wer nicht. Es gibt so viele korpulente und dickere Menschen, die wunderschön sind.
Und natürlich rede ich jetzt nicht davon, dass man krankhaft übergewichtig ist. Das ist nie gesund, genauso wie es ungesund ist, krankhaft untergewichtig zu sein. Davon rede ich nicht. Ich rede aber von einem, ja, davon, dass man einfach ein bisschen vielleicht mehr auf den Rippen drauf hat. Und dass es dann trotzdem Menschen kommen und dir sagen, du bist fett und du bist hässlich, weil du fett bist. Das Wort fett ist eine Beleidigung, Leute. Das sollte man nicht einfach willkürlich zu Menschen sagen, weil das ist ein Wort, es trifft einen echt tief in der Seele und es ist einfach falsch. Wenn ihr schon so davon besessen seid, jemand anderem eure Meinung reinzudrücken, dann könnt ihr das auch anders sagen. Aber selbst das halte ich für unnötig, denn jeder Mensch weiß, wie er aussieht. Du brauchst einem Menschen mit einer krummen Nase nicht sagen, dass seine Nase krumm ist. Du brauchst jemandem, der blind ist, nicht sagen, hey, du bist blind. Du musst auch einem Übergewichtigen nicht sagen, du bist dick, du bist übergewichtig. Ach wirklich? Dachtest du, ich weiß das nicht? Denkt ihr, die Menschen schauen sich nicht im Spiegel an und die wissen nicht, wie sie aussehen? Und denkt ihr tatsächlich immer, dass es Menschen gibt, die sich das nicht aussuchen? Denn das ist genauso falsch. Denn es gibt Menschen, die freiwillig dick sind und auch freiwillig es zeigen und Spaß daran haben und ihr Leben genießen. Und niemand sollte daherkommen und sagen, nein, dünn sein ist schön oder schöner. Denn wer legt das vor? Wer? Nur weil jemand dünn ist, ist der Mensch gleichzeitig schöner oder besser oder aktiver oder fleißiger? Warum denken wir so? Das ist nicht wahr. Es gibt unglaublich viele Menschen, die übergewichtig sind und die schuften wie keine Ahnung was und die erfolgreich sind und die einfach, ja, ein bisschen Fett haben, weil sie es vielleicht wollen, weil sie vielleicht keinen Bock haben, sich einzuschränken, weil sie vielleicht das schön finden, vielleicht will nicht jeder so aussehen wie ein Model, vielleicht möchte das einfach nicht jeder. Genauso wie ich nicht alle dünnen Menschen schön finde, müssen nicht alle dicken Menschen hässlich sein, nur weil sie dick sind. Ein Schönheitsideal kann sich so schnell ändern, Leute. In 20 Jahren haben wir vielleicht ein anderes Schönheitsideal. Und ich finde wirklich, wir sollten versuchen, uns davon zu lösen. Und jedem Menschen die Freiheit geben, so auszusehen, wie er möchte. Und ihn nicht darin verurteilen, denn das macht niemanden glücklich und ist verletzt. Und die Kommentare, die ich euch am Anfang vorgelesen habe, die haben echte Menschen bekommen. Ich habe mich einfach mal im Internet erkundigt und Videos angeguckt von dickeren Menschen. Und diese Kommentare habe ich dort gefunden. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen, dass die Menschen vor ihrem Computer sitzen und sich diese Kommentare geben? Du fette Hure? Oder dass man sich alles reinfrisst wie ein gieriges Stück Dreck? Oder dass man nichts macht, nur weil man Übergewicht hat? Das ist einfach nicht wahr und es tat mir echt im Herzen weh, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, alle diese YouTuber oder diese Menschen sind so tolle Menschen, weil sie so nett sind und weil sie so offen sind und witzig. Und die müssen sich das durchlesen? Nur weil irgendwer daherkommt, wahrscheinlich mit sich selbst ein Problem hat und denkt, ich muss das jetzt schreiben? Niemand zwingt Menschen dazu, dickere Menschen attraktiv zu finden. Wenn du sagst, ich finde das und das attraktiv, dann ist das in Ordnung. Es ist okay, du musst nicht mit einem Mädchen zusammen sein, was 30 Kilo Übergewicht hat, um Gottes Willen. Aber von Anfang an zu sagen, sie ist hässlich, nur weil sie Übergewicht hat, halte ich für den größten Fehler überhaupt, weil das macht einen Menschen in keinster Weise aus. Und dünn sein ist kein Privileg. Dünn sein ist nichts, was dich in irgendeiner Weise besser macht. Ich sag euch eine letzte Sache, Leute. Irgendwann sind wir alle alt und schrumpelig. Und das meine ich auch ernst. Also hoffentlich werden wir alle irgendwann ins hohe Alter kommen und einfach verschrumpelt sein und unsere Falten haben. Und dann, Leute, ist es scheißegal, ob ihr ein Sixpack hattet, ob ihr dünn wart. Denn dann kommt es letztendlich nur darauf an, was für ein Mensch ihr wart und welche Spuren ihr im Leben von einem anderen Menschen hinterlassen habt. Und wenn ihr scheiße wart und jedem Menschen gesagt hat, was an ihm vielleicht eurer Meinung nach nicht stimmt, dann würde ich sagen, ist das echt traurig, dass ihr im hohen Alter
auf sowas zurückblicken werdet. So, an dieser Stelle beende ich das Video. Ich hoffe einfach, dass ich viele Menschen damit zum Nachdenken anregen kann und dass ich vielleicht ein Stück weit etwas damit ändern kann, weil ich es wirklich, wirklich wichtig finde, dass sich Leute anfangen, von irgendwelchen Idealen zu lösen. Jeder Mensch hat was Schönes an sich und genauso hat auch jeder Mensch seine Makel und es ist okay. Aber niemand ist deshalb hässlich oder eine Hure oder was weiß ich. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und schreibt mir doch bitte einfach eure Meinung in die Kommentare. Es würde mich interessieren, was ihr dazu sagt, wie ihr das Ganze empfindet und ob ihr vielleicht schon gemobbt wurdet wegen eurem Aussehen oder. Und ja, ich beende an dieser Stelle das Video und ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen oder geholfen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.